Ja, willkommen zurück im Festspielhaus Baden-Baden. Es ist hier Sonntagmorgen, kurz vor 10:30. John Neumeier ist zurück in Baden-Baden, endlich. Die Sommeröffnung hat wunderbar geklappt am Donnerstagabend. Heute Morgen ist die Ballettwerkstatt und jetzt ein öffentliches Training für unsere Ballettfans, die wiedergekommen sind. Und die Stimmung ist sensationell und die Tänzer alle aufgeregt. John sehr glücklich und ich auch. Ja, Sie sehen, Publikum im Haus, das Festspielhaus Baden-Baden hat wieder seine Pforten geöffnet. Seit Donnerstag wird John Neumeier von seinem Publikum gefeiert, wie seit 20 Jahren. Aber vielleicht dieses Jahr noch etwas wärmer, etwas herzlicher, etwas enthusiastischer, weil wir alle nach 7 Monaten hungrig gewesen sind, Musik zu hören, Ballett zu sehen und Theater zu erleben. Sie sehen, die Besucher strömen. Es sind zwar nur 500 heute, aber immerhin. Und wir hoffen auch, dass die 500 Besucher sich wohlfühlen bei uns im Haus mit den Sicherheitsmaßnahmen, die wir ergriffen haben. Ob es Temperaturmessung ist, die Maskenpflicht, Abstandsregeln und so weiter. Was ich feststellen kann, eine sehr entspannte und sehr freundliche und sehr zugewandte Atmosphäre unseres Publikums. Guten Morgen. Ich bin froh, Sie da sind. Gestern Abend schon bei der Aufführung dabei und es ist natürlich etwas befremdlich, dass das Festspielhaus so leer ist, aber ich war schon sehr beeindruckt auch von den Maßnahmen und habe auch gesehen, hinterher wurden alle Türklinken desinfiziert, das fand ich schon auch sehr beeindruckend, sodass ich das Gefühl habe, ich bin sehr gut hier aufgehoben. Ja, auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen freuen sich, dass es wieder losgeht. Und wir haben mit einem begnadeten Filmemacher aus Köln hier eine kleine Show gemacht. Die Mitarbeiter sollten kurz sich vorstellen, begrüßen. Und es ist wunderbar gelungen. Ballettwerkstatt mit John Neumeier, der immer persönlich auf die Bühne tritt und vor seinem Publikum das aktuelle Stück erklärt, was er aufgeführt wird. Und hier sehen wir gerade kurz vor Beginn, es ist noch die öffentliche Probe, Zuschauer strömen rein, John Neumeier kommt sofort. Ein kleiner Blick in das, was uns am meisten Spaß macht, Theater. So ein Riesenglück hier zu sein und auf unsere fast zweite Zuhause. Ja, und toi, 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 noch nichts passiert. Ja. Ich spreche mit Silvia Anzoni. Silvia ist die große Ballerina von John Neumeier. Darf ich das so sagen? Ja, darf man so sagen. Sie hat vieles gemacht. Eine kleine Meerjungfrau, eines ihrer großen Rollen. Und sie ist hier in Baden-Baden, spielt auch mit, tanzt auch mit in der Choreografie in Person. Und ihr habt euch selber gespielt? Oder? War das doch eine Rolle, die ihr gespielt habt dann heute? Am Anfang war wirklich nur ein Experiment. Wir haben nur diese Freude gehabt, im Ballettsaal mit John zu sein, mit Sascha zu sein, so ganz intim. Und wir haben einfach uns bewegt und ausprobiert mit dieser wunderschönen Musik. Und langsam hat sich etwas entwickelt. Und jetzt kann ich, manchmal denke ich, was bin ich? Und eigentlich ist es wirklich
unsere Leben. Ich und Sascha sind verheiratet seit vielen, vielen Jahren. Wir haben eine Tochter und es ist, wir teilen diese zwei Seiten, ein privates Leben und ein Ballettleben. Aber die sind eigentlich zusammengeflochten. Zusammen, das Privat und Zusammen. Wir können nicht das Unterschied machen, weil es ist eins. Auch unsere Tochter lebt mit uns in dieser Theaterwelt. Aber ist nicht in Baden-Baden, oder? Sie ist eigentlich hier. Ja? Ja, wir haben sie mitgenommen. Sie hat Herbstferien jetzt. Okay. So. Und es ist, ich denke immer, es ist, dieser Pas de Deux ist wirklich zwischen unserem Zusammensein und Rollenspiel. Ja, ich finde das toll, weil es ist ja auch das Besondere an Ghostlight, dass eben im Pas de Deux nur Paare tanzen dürfen. Ja. Und ich gucke immer seit Tagen schon, wer mit wem zusammen ist und wie das funktioniert. Man kann nichts mehr verbergen. Und im Tanzen äußert sich auch Beziehung. Ich meine, da kann man ja gucken, geht es auch gut oder lässt er einen fallen oder hält er einen fest. Nein, aber ich fand das sehr berührend, weil einfach dadurch nochmal mir auch klar wird, auch als Besucher und als jemand, der das guckt, dann, wie zwischenmenschlich das auch ist im Ballett und wie heikel auch manchmal das ist, wenn Beziehungen da sind und so. Und insofern finde ich dieses Ghostlight auch im doppelten Sinne etwas sehr Privates von euch. Und wir dürfen daran teilhaben am Privaten und wir freuen uns darüber sehr. Danke. Und wünschen euch jetzt noch heute noch letzte Vorstellung. Ja, es ist eigentlich schade. Traurig, ne? Ja. Ja, es ist traurig. So schnell gegangen und wir haben uns so gefreut, ihr herzukommen, weil bis letzte Minute wusste man. Keiner man wusste weiß das. Nie. Ja. Jeden Tag muss man froh sein, dass wir hier sind. Ja. Und wir sind hier und plötzlich ist es schon vorbei. Wir kommen ja wieder. Ja. Und darauf hoffen wir und danken sehr herzlich fürs Gespräch. Und Gruß an die Kompanie. Wir sind stolz darauf, in Baden-Baden euch hier zu haben. Danke. Sehr schön. Dankeschön. So. Kamera mal aus, Schnitt, Cut.